So, Dille. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft, dem Rollenlampenprojekt. Ja, nach einiger Zeit internetlos bin ich jetzt wieder zurück und es geht weiter mit dem LP-Projekt auf dem Starbucks-Server, wie ich ihn jetzt nenne, auf dem Rollenspiel-Fernseher und so. Und ja. Das letzte Mal habe ich noch ein bisschen gemacht. Okay, hier ist ein falscher Block drin. Nämlich hier ein bisschen ja abgemessen, sag ich es mal. Da kommt da so ein kleine, wie sagt man den, ja, Befestigung hin, wo auch Fischerplätze sind wie Fischer und so weiter. Weil hier beginnt dann der Hafen. Das wird der Fischerhafen, ist nicht ganz bis zum Leuchtturm, komm hoch, sondern, ja, vielleicht, wie soll man sagen, bis zur Hälfte ungefähr, einfach ein kleiner Fischerhafen. Da beginnt hier, wo die Brücke auch beginnt und so, beginnt auf die Mündung, wo die Schiffe durchgehen, und dann dort beginnt dann der Handelshafen und hinter der Militärhafen. So, ja, die Brücke wird nochmals überarbeitet, das hat Floss da einfach mal so kurz hingetan. Und die wird natürlich ein bisschen mittelalterlicher gemacht. Da kommt noch der Weg hin, den könnten wir bald mal machen. Und die Befestigung auch. Und dann können wir dann mit dem Hafen beginnen, mit den kleinen Schiffen. Also bin ich jetzt noch nicht ganz sicher, wie ich die machen soll, die kleinen Fischerboote. Und ja, momentan habe ich leider nicht viel Material dabei, nur zwei Ersatzteile, weil Mega Cool Man die hat. Aber ich könnte mal schauen, ob es irgendwas gibt. Da muss ich jetzt hier noch ganz kurz durch die Taverne laufen. So, ja, ich freue mich wieder riesig, dass ich aufnehmen kann und vor allem hier auf dem Server sein kann. Ich schaue mal, was wir haben. Leider nicht so viel. Hier ist ein Diamantschwert, Raki-Schwert, das nehme ich jetzt nicht. Das nehme ich ein Eventschwert, das ist zu heilig. Ja, hier leider. Ah, das ist meine. Ja, da muss ich sie wieder. Muss sie nicht reparieren momentan. Aber ja, Megakumme hat sie nicht ganz so viel abgenutzt. Das meiste habe ich, glaube ich, abgenutzt. Jo, und hier ist das Neues. Seit der zweiten Ankündigung ist hier das entstanden. Das sollte so ein kleine, wie sagt man dem, ja, so eine Aussichtsplattform sein, wo man schön hier in das Abend, also das ist das Morgenrot, ja, können wir in den Morgenrot schauen. Also, ich gehe jetzt hier runter und mal schauen, ob wir hier noch ein paar Sachen haben. Nein, natürlich nicht, als ungeschmolzenes. Da mache ich mir ein Diamantschwert, das brauche ich unbedingt. Ich habe noch etwas vor. Ja, die Schaufel ist auch noch relativ. Da mache ich die rein. Das ist nämlich seine. Oder einer seiner. Hat nicht die beste. Ja, da hat er zum Beispiel ein Diamantding weggenommen. Das habe ich extra hier reingetan, aber das macht nichts. Zwei. Oder, ja, zwei. Jetzt bin ich schon wieder im Hex. Da braucht man fünf. Also, jetzt frage ich mich, oh ja. Ui, ich bin gar nicht mehr so drin. Vor allem bin ich ein bisschen. Ja, toll. Was ist denn das? Ich mach die mal hier rechts. Also Maker kommen, die rechts unten bitte nicht wegnehmen. Die sind fürs Let's Play. ja, das bringt's jetzt nicht. Ja, okay. Und wie kann ich jetzt hier am besten? Eigentlich bräuchte ich ja Level 30. Muss ich Level 30 auf ein Schutzschwert? Okay, dann machen wir das so. Ich benutze einfach das mit Bann und das dann später, wenn wir Level 30 sind.
Essen habe ich genug. Also jetzt muss man noch kurz denken, was wir brauchen. Also wir brauchen ja eigentlich nicht so viel, aber schon ein bisschen zum Vorbereiten, zum Bauen. Und da möchte ich einfach ein paar Sachen holen. Vor allem Holz unterschiedlich für die Brücke, für ja, für den Weg. Cobblestone, Moss, ja, irgendwie so etwas. Oder auch Gravel, je nachdem. Und die besten Sachen, zum Beispiel Lehm, also es ist Lehm oder Ton, glaube ich, Ton ist es. Bräuchten wir noch, also wenn wir ein Biom finden, dann gebrannter Ton. So ein Mesa-Biom. Also, dann bin ich mal gespannt, wie jetzt die Farmwelt aussieht, weil ich eine halbe Woche nicht mehr da war. Farmwelt. Okay, das hat sich ein bisschen verändert, schön gemacht, Starbuck. Und wir sind hier an einem Sumpf, das ist relativ gut. Ah ja, genau. Sand bräuchte ich dann noch für das Zuschieben. Ah, da kann ich nichts verbauen. So. Also. Da haben wir zum Beispiel Gravel. Gravel, sag ich schon. Lehm. Oder Ton. Da seht ihr mal, wie stark so eine Spitzhacke sein kann. So, ich nehme aber nicht zu viel mit. Ein Stack. Zwei Stacks. Genau, zwei Stacks. So, dann eben Holz oder so. Ich muss überlegen, was ich am meisten brauche. Eigentlich brauche ich am meisten das dunkle Holz, aber das hat es hier nicht. Oh, cool, sogar noch. Was ist das? Gehört das? Nein, das gehört ja nicht mehr, weil ich keine Map habe. Das gehört wahrscheinlich dem Server, also ja, dass der Server jetzt ein bisschen besser markiert ist. Wir sind hier minus 330 plus 492. Gut. Damit wir auch wieder zurückfinden. Also. Nur ein bisschen nehmen, weil wir haben relativ wenig Anbaufläche zu Hause. Könnte ich die gut gebrauchen. Weil die großen können wir auch zu Hause anbauen. So, das reicht. Ich benutze jetzt die Ding, schlechte Spitzhacke. Axt. Ja, mir geht es leider noch nicht so gut. Vielleicht hört ihr es auch ein bisschen. Ich bin immer noch unkonzentriert. Das liegt am Dehyd. Also es ist Unterzucker. Wenn man zu viel Unterzucker hat, dann hat man manchmal Probleme mit Konzentration, mit den Muskeln und so weiter. Und da bin ich also weg, das Kämpfen einfach. Das weg. Trainieren, sagen wir am besten. Weil so etwas kann man nicht mit Medikamenten oder so wieder heilen. Das muss man körperlich, man muss sich körperlich wieder fit machen. Gehirnjogging zum Beispiel machen oder Sporttraining oder alles mögliche ähnliche. Also hier drüben hat es wieder mal etwas anderes, das Sumpf. Gehen wir mal da hier drüben hin. Also ja, wenn ihr mir unterstützen könntet oder wollt, ich wäre mir sehr, sehr dankbar, einfach so ein bisschen, dass ich mich wieder reinfinde. Zum Beispiel, indem ihr einfach irgendwas postet oder ja, mir irgendwie hilft, oder wenn ich etwas falsch gemacht habe oder so. Es ist momentan für mich sehr schwer, ja, wieder reinzukommen. Nicht, aber einfach durch die Krankheit halt momentan ein bisschen schwer. So, hier sieht es gut aus. Ah, schade, dass es in der Farm ist. Im Singleplayer oder auf einer Bauwelt würde ich jetzt hier das bauen. Aber ja, also das sieht ja mal richtig gut aus. So habe ich den Generator schon lange nicht mehr gesehen, so schön. Okay, hier könnte man noch drüber bauen, also. So, jetzt kommt hier ein Skelett. Hat es mich gesehen? Nö. Zwei Skelette.
Ich frage mich, was das gerade für ein Schwierigkeitsgrad ist. Die Gegner sind ein bisschen zäh, oder habe ich einfach. Weiß ich nicht, was mit dem Schwert los ist. Aber es könnte normal sein oder schwer. Aber vom Schwierigkeitsgrad eher leicht. Also, ich weiß es jetzt nicht, was. Aber, ich kann es leider auch nicht so sehen. Ich möchte mal so ein. Es geht nicht, es geht nicht, einfach nicht. Ich bin zu wenig gut. Ich möchte Schallplatten holen mit dem Skelett tötet Creeper Trick. Aber es geht bei mir einfach nicht. Ich komme zu wenig schnell weg, weil ich immer doppelklicken muss, weil ich nicht anständig mit der Strick-Taste drücken kann, weil ich relativ lange Finger habe und sie auch nicht irgendwie umändern. Oder ja, genau. Ich werde sie dann auf die Q-Taste drücken. Das ist für mich ein bisschen angenehm. Mal wegwerfen auf der Q-Taste, das ist nicht so gut. Da hat Mojang halt ein bisschen etwas Problematisches gemacht, vor allem für Situationen, wo man halt schnell auf die Q-Taste kommen könnte. Also leider ist es hier. Wieso sind hier überall weiße Creeper? Das ist vom Texture-Pack. Schneecreeper, Schneecreeper, alles glänzt und flackert und. Ich weiß nicht, wie das Lied geht. Schneeglocken, Eisröckchen. Also nochmal so ein Creeper. Geht das irgendwie? Ja, es geht. Oh, jetzt gut. Gut, gut. Ja, toll. Komm. Nein, du Creep, du musst schneller sein. Du musst schneller sein, bitte. Komm hoch. Komm. Wow. Komm hoch. Gut. Jetzt komm hier rüber. Nicht du. Schieß, schieß, schieß. Ich möchte eine Schallplatte haben. Nein, die habe ich geschenkt bekommen, aber es ist so eine Allerwelts-Schallplatte. Schieß jetzt! Ja, ich verrecke. Ich verrecke so. Nein, es geht nicht. Die Creeper haben zu viel Leben hier. Im Singleplayer wäre es einfacher, wenn ich leicht stellen könnte, aber ich will jetzt nicht, dass er Sabuk hier vielleicht macht, sowieso nicht, aber wenn das jemand irgendwie machen kann, also sehr gut im Dem ist oder so und auf dem Server kann, dann würde ich sehr, sehr dankbar sein. So, jetzt nehme ich noch ein paar von denen. Gut, keine Monster, ne. Ja, also eben bauen ist jetzt in der nächsten Let's Play Parts. So das Oberding. Ben, Bo Ben, Big Ben. ja, ich möchte vor allem bauen in nächster Zeit, weil ja, ich habe irgendwie wieder Lust bekommen zu bauen, seitdem die Community so gut ist auf dem Server und so, macht es auch sehr viel mehr Spaß. Also das ist vor allem das eine. Und das zweite ist, ja, ich bin nicht schon so weit, mir macht es einfach nicht mehr so viel Spaß. Ah, da ist er. Naja, irgendwie zu erkunden oder so. Aber wir werden immer wieder zwischendurch Gebiete erkunden, Gebiete suchen und vor allem im Neffe ein bisschen unterwegs sein. Aber wie ihr wisst, bin ich sehr schlecht im Neffe. Da muss ich zuerst wieder ein bisschen besser werden. Es hat sich viel geändert im Neffe seit dem letzten Mal. Also. Die neuen Neffe-Ruinen, die kenne ich zum Beispiel überhaupt nicht so gut. Und ja, da möchte ich mit euch halt ein bisschen das erkunden, wenn ihr es auch nicht wisst, das ist gut. Und ein Schwarz. Ah, das ist wegen Optifine. Ich habe Optifine drauf getan, weil mir der Regen genervt hat. Und ja, Optifine kann man den Regen ausschalten. Weil immer es regnet. Es regnet immer. Also bei mir jetzt regnet es momentan nicht mehr auf dem im Let's Play und in der Vorstellung, aber das werde ich natürlich immer wieder ändern, falls ja, ich einfach mit Regen Lust habe oder ihr Regen Lust habt oder irgendwie so. Das ist Wahnsinn jetzt, also so Crits machen richtig viel Schaden, aber
Ja, komisch. Wieso haben Zombies so wenig Leben? Hab ich einen Buff oder so? Keine Ahnung. Ich weiß es leider nicht. Ich bin völlig verwirrt und. Ja, man sieht eigentlich den Strahl immer, oder? Dann ist der nach einiger Zeit dann einfach weg. So viel zum Thema. Habe ich Motivation gebracht? Ich habe sehr Motivation. Wie schön der Laberfall. So geht eigentlich der Ding nicht. Ist das jetzt auf einem anderen Slot? Der Zoom. Kann man das irgendwie hier schauen? Perspektiv von Steve. Tja, Optifine, hast du dich verändert? Was? Ah, Sachen geholt zur Stelle. Ja, leider weiß ich nicht, wie man zoomt in der neuen Optifine-Version. Wahrscheinlich eben wegen dem Stricktaste, da man jetzt hier mit dem rennen kann. So. Grüezi. Der ist ja rot. Was ist mit dem Rot passiert? Ist der ganz rot angelaufen oder was? Noch ein bisschen Ding, wenn ich noch Platz habe. Ja, ich habe Platz. Gut. Das ist eigentlich das Einzige, was man hier noch brauchen kann, gerade in der Nähe, was in der Nähe ist. Wusste schon. Weil die benutze ich dann immer für die Felden und für die Zwischenteile, wo eigentlich Wasser ist, aber gerne auch rüber will, benutze ich immer die. Das ist das Beste. Einfach wird das manchmal gegrieft auf dem Server. Weiß es nicht, wieso das gegrieft wird. So. Also, ja. Dann haben wir hier noch ein bisschen Ton. Ton, ja, Ton. Ich brauchte Ton früher nie. Dann weiß ich den Damen nicht mehr so gut. Weil früher gab es eigentlich nur diese Ziegelsteine, mehr gab es nicht, was man als Ton machen konnte. Dann kamen ja die Töpfe, die habe ich auch nie gebraucht. Und ja, jetzt brauche ich es plötzlich. Da ist noch ein bisschen. Ja, mal schauen, was für Zeit wir haben. Ja, toll. Ja, okay. Ich werde jetzt den Part einfach so im Kopf, also 30 Minuten lang machen. Wenn es länger ist, dann habt ihr Glück gehabt. ja, wo ist jetzt der Leuchtding? Der muss irgendwie hier sein, ne? Soll ich nach oben gehen? Vielleicht sieht man ihn dann besser. Was? Okay. Klopft. Ja, wo sind die? Wo ist der Spaß? Also machen wir das mit Koordinaten. Da bin ich ungefähr richtig. Und da. Ah, in diese Richtung. Ah ja, stimmt. Wir sind da nicht so weit nach rechts gegangen. Also der muss nämlich hier oben. Ist die Kuh? Nein, da oben ist nicht der Spawn. Das ist die Kuh. Ah, da ist es wieder. Sehen. Ist das schön, oder? Jetzt sind sie ein bisschen übermütig, habe ich das Gefühl. Relativ oft jetzt. So, ja. Ja. Mittlerweile habe ich so wieder richtig Bock auf Medieval 2, weil das ist das einzige Total War ist, wo so richtig gute Mods sind. Und da stelle ich in den nächsten paar Tagen wieder ein paar Mods vor. Und was habe ich noch Bock?
Ich könnte wieder ein bisschen Diablo 2 machen, aber es ist ein bisschen zu laut. Ich weiß nicht, ob ich das... Ist das... Aha, das ist die... Das ist ein Leuchtfeuer. Jetzt dachte ich schon, wo kommt die Ding, aber es ist auch eine Leuchtfeuer-Ding vor den Maps, oder? Und deshalb bin ich manchmal ein bisschen verwirrt, dass es so Ding... Weil sonst, ohne Optifine ist es nur so ein Stahl, und mit Optifine ist es so... ja, was ist... Ich weiß nicht, was er wollte. Oder wollte er irgendwas sagen? Weil ich leise nicht so gerne alles, wenn ich aufnehme. Komm mal zu deinem... Ah. Jo. Aha, du wolltest zeigen. Ja, ja, ist gut. Sorry. Ja, dachte, dann du machst es nicht. Ja, ich wollte eigentlich der Weg machen, aber ich wenn du es schon machst, dankeschön, sehr viel Dank. Dann müssen wir das im Let's Play nicht machen. So. Also, ich mach mal hier einen Ton hin, die anderen mache ich ins Lager. Die mache ich hier, nein, die mache ich nicht hin. Wolle. So. Pilze brauchen wir nicht hier. Spinnenaugen eigentlich auch nicht. Spinnenaugen sind ja für Alchemie, die kann ich dann nach oben tun. Oder? Nein, die können wir in die Taverne tun. Weil, Alchemie hat. Da kann ich euch kurz noch das Ding zeigen, was wir hier unten haben. Ein Teil wurde schon im Ding gezeigt. Haben wir hier, ja. Geht das? Ah, das ist ein Bild. Das ist. Da bin ich schon wieder nicht bei Mods. Die muss man wahrscheinlich hier unten irgendwo hin tun. Also hier, ja, ist ein Fass. Und wo ist die Alchemiestation? Wahrscheinlich noch nicht aufgebaut. So, ich tue mir dir mal hier die Sachen rein, mega cool. Ich weiß nicht, was man alles braucht sonst. Ich habe, glaube ich, gar nichts, was man so braucht für Alchemie. Äpfel, Pilze, Gehirne, die sind sehr, sehr gut, also die würde ich euch empfehlen. Das ist... Wieso haben wir keinen Ofen mehr hier? Jetzt sollten wir mal einen Ofen hin tun. Das mache ich dann später. So. Jetzt hier rein. Das sind nämlich die Öfen. Ah. Gut. Ja, also jetzt werde ich in den nächsten paar Tagen von uns wieder ein bisschen mehr Essen machen. Also nicht im Let's Play, sondern Ding, und dann haben wir wieder Essen. Mega cool, ne? So, also. Ja, dann beende ich mal den Part, auch wenn er vielleicht ein bisschen zu kurz ist. Aber wir machen dann lieber den nächsten und den nächsten Part besser. Das gibt es doch ein. Ja, Lehmkiste. Extra eine Lehmkiste. Oh, schön. Oh, eigentlich. Naja. Ich werde hier das Holz benutzen zum Craften. Und hier haben wir noch Bögen. So. Bögen auch mal verzaubern das nächste Mal. Und hier haben wir noch ein bisschen Lehm. So. Und dann war's das. Also, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich bewundere sehr die Leute, die den ganzen Part schauen. Oder einfach ein bisschen länger als kurz.
habe ich momentan so ein bisschen Probleme, aber ja, eben, man wird erst groß. Also ich habe immer so das Gefühl, man muss relativ schnell groß werden oder so, das stimmt gar nicht. Also irgendwie habe ich auch nicht das Gefühl, ich müsste groß sein, aber ich habe es einfach. Und deshalb tut mir leid, wenn ich mich ein bisschen nerv habe, das ist leider so. Das ist momentan so, aber es wird wieder weggehen. So, und mein Pferd, das nehme ich jetzt wieder rein. Also bis zum nächsten Part und Dankeschön fürs Zuschauen.